So, hallo. Heute willkommen zur nächtlichen Röhrenstunde. Und heute geht es wieder mal um die Liebenröhre. Das Motto ist diesmal The Sound of Liebenröhre. Und zwar, es geht um den Einsatz der Liebenröhre in einem provisorischen NF-Verstärker. Wie hört sich eine inzwischen 110 Jahre alte Röhre an? Mein Exemplar wurde 1913 gebaut. Die Liebenröhre selbst wurde 1909 von Robert von Lieben, Eugen Schweiß, Entschuldigung, Eugen Reiß und Sigmund Strauß entwickelt. Circa 1910 wurde das Patent angemeldet und 1911 war der Verkauf an Telefunken AEG, welche dann ab 1912 die Liebenröhre in Serie gebaut haben. Es wurden ca. 3000 Stück gebaut und die hier vorgestellte Röhre hat die Seriennummer 990 und stammt aus der Mitte des Jahres 1913. Wie ich zu der Röhre gekommen bin, komme ich gleich dazu im zweiten Teil des Videos, wenn es um die Verstärkung, also das Aufheizen geht. Da muss ich 20 Minuten ein bisschen labern, um die Zeit fürs Aufheizen zu überbrücken. Und da erzähle ich auch die Story, wie ich zu der Röhre gekommen bin und wo sie herkommt. Kleine Übersicht: Die Liebenröhre selbst wird mit 28 Volt geheizt. Ist natürlich eine direkt geheizte Röhre. Der Strom beträgt ungefähr 2,3 Ampere bei 28 Volt. Die Liebenröhre hat einen Liebensockel. Der ist vierpolig mit drei Stiften und einer Buchse. Dieser Sockel wurde auch für die ersten Röhren, Serienröhren benutzt, wie zum Beispiel die EVN 94. Und die ersten Poströhren, wie zum Beispiel die SSI bzw. die Nachfolgeröhren, also die Raumladetetroden und auch von den ersten Poströhren, wie zum Beispiel die R und die OR. So, genug jetzt mal gelabert, kommen wir mal zu den Bildern. Die Liebenröhre ist vom Aufbau, wie gesagt, sehr, sehr typisch. Also die Optik der Liebenröhre hat lange Zeit das Aussehen einer Röhre geprägt. Auch die etwas seltsame Anode, nämlich diese Schnecke. Wieso diese Form gewählt wurde, ist nicht wirklich ergründbar. Es gibt so gut wie keine technischen Daten. Das Gitter der Liebenröhre war ein Nudelsieb, wahrscheinlich sogar wirklich ein Nudelsieb, weil es ist ein gestanztes Aluminiumblech. Da kommen wir gleich zu Detailbildern dazu. Die Kathode, also der Heizer, ist ein Platindraht. Dieser wurde beschichtet mit Calcium- und Bariumsalzen. Es gab einen Quetschfuß. Es gab ein Reservoir mit Quecksilbernatrium, weil die Liebenröhre ist keine Hochvakuumröhre, sondern sie ist unter niedrigem Druck mit Quecksilberdampf gefüllt. Damals herrschte die Meinung vor, dass in einem Vakuum kein elektrischer Strom fließen kann. Es muss ein Medium geben, das diesen transportiert. Und damals war halt Quecksilberdampf das Mittel der Wahl. Das ist übrigens die Original-Inverturnummer vom ehemaligen Post- und Telegrafiemuseum in Wien, wo die Röhre herkommt. Aber wie gesagt, dazu erzähle ich gleich mehr.
Das ist nochmal der Sockel. Also die Stifte. Das ist das Ganze von oben. Man sieht hier den Pumpstutzen, der war am Kopf der Röhre. Dann sieht man sehr schön jetzt das Steuergitter. Und wie gesagt, der Name Nudelsieb kommt nicht ganz von ungefähr. Das ist die Anode, die Aluminiumanode im Detail. Weiter unten ist eine Maßeinheit auf dem Glaskolben oberhalb des Steuergitters. Die einzigste technische Information, die zu erfahren war, dass das Entladungsleuchten am idealsten 12 mm oberhalb des Steuergitters erfolgen soll. Somit sollte der ideale Arbeitspunkt festgelegt sein. Hier sieht man einen kleinen Haken, mit dem das Steuergitter in der Röhre fixiert wird. Hier ist die Aufhängung des Heizers. Das ist nochmal eine Detailaufnahme der Aluminiumschnecke, die die Anode bildet. Das ist die Oberansicht des Kolbens. Hier sieht man nochmal die Maßskala, 10 mm. Hier sieht man nochmal schön die zwei Halterungen des Gitters. Und das neue AEG-Logo mit natürlich, na, hier sieht man es ein bisschen besser, mit deutsches Reichspatent und ausländische Patente, weil von Lieben war Österreicher. Das ist wie gesagt das neuere Logo. Die ersten Varianten der Liebenröhre hatte noch das alte AEG-Logo, das mit der Wabenform. Dazu haben wir gleich auch ein Bild. Hier nochmal ein Detail der Anode, der Verschraubung, und das Ganze ist von einem Glasstängel gehalten. Das Ganze ist sehr filigran. Viele Röhren, die man im Museum sieht, wie zum Beispiel im Technikmuseum Berlin, sieht man, dass dieser Stängel gebrochen ist. Das war ein Problem bei vielen älteren Röhren, dass die Anode halt so viel Gewicht auf die Waage gebracht hat, dass natürlich bei einer mechanischen Last dann die Röhre gebrochen ist. Das hier ist eine Detailaufnahme des Punktes, wo die Röhre, die beiden Röhrenkolbenhälften verschmolzen sind. Die Drähte in der Röhre sind nicht punktgeschweißt oder gequetscht, sondern sie sind verwungen mit Hilfe von Knoten. Das ist eine, also hier ist nochmal die Verwingung der Kabel. Und das ist der Heizfaden. Wie gesagt, er besteht aus Platin mit Barium und Calciumsalzen. Nochmal eine Detailaufnahme der Skala.
Die ist leider schon teilweise verwischt. Das ist eine Ansicht von oben auf die auf das Steuergitter. Und hier sieht man nochmal schön die beiden Haken, die das Steuergitter in der Position halten. Das Ganze jetzt hier von unten. Hier sieht man jetzt nochmal die beiden Haltedrähte. Und hier, wie gesagt, die verknoteten Drahtverbindungen. Das ist mal ein bisschen von oben fotografiert. Die seitliche Ansicht. Das ist nur eine Detailaufnahme vom Heizfaden. Das hier ist der Quetschfuß mit den Durchführungen. Meine Seitenansicht des Heizers, der auf der Spinne sitzt. Hier ist ein kleines Detail zu erkennen, nämlich einer der Drähte ist verknotet, dass man bei der Produktion weiß, welcher was ist. Und man sieht hier, habe ich ein besseres Bild, ja hier. Man sieht auch unten in der Röhre ist ein Korkstopfen, der die vier Drähte fixiert. Das ist nochmal eine Detailaufnahme vom Quetschfuß. Eine Seitenansicht. Man sieht hier das Reservoir für das Quecksilbernatrium. Hier ist der besagte Knoten für die Orientierung. Hier sieht man nochmal den Korkstopfen ein bisschen günstiger. Das ist der Sockel mit den Kontaktstiften bzw. der Kontakthülse. Das war ein bisschen zu schnell. Hier sieht man nochmal das Quecksilbernatrium. Den Korkstopfen und den Knoten. Das ist der lieben Sockel von unten.
Das war die Schaltung, mit der ich das ursprüngliche Video 2016 erstellt habe. Mit 250 Volt Anodenspannung bei 10 Kilo Ohm Lastwiderstand und einem Gitterwiderstand von 5,6 Kilo Ohm. Das Gitter wurde im Bereich von minus 2 bis 30 Volt beschaltet und die Heizspannung war wie immer 28 Volt. Und damals ist diese Kennlinie rausgekommen. Ich bin über knapp 14 mA Anodenstrom gekommen. Wie gesagt, die Limenröhre wird mit einer positiven Gitterspannung betrieben und durch die Quecksilberdampffüllung ist sie natürlich sehr launig, weil das Quecksilber auch temperaturinstabil ist und die Kennlinie ja, ist wie ein Kuhschwanz. Das hier ist die Verpackung der Limenröhre. Leider ist die auch gedruckte Seriennummer nicht mit der Nummer der Röhre identisch. Das ist zweimal dasselbe. Wie gesagt, das ist die SS, sag ich mal 1977. Für was das SS steht, konnte auch bis jetzt nicht geklärt werden. Also bei mir steht auf der Röhre selbst auch eingeätzt SS 990. Das ist das Ganze von der Seite. Das ist die leere Packung. Das ist die Röhre von einem Sammlerkollegen. Die hat die Seriennummer SS145 und diese hat das alte AEG-Logo, das in Wabenform. Was nicht dabei ist, ist die besagte Skala. Wir haben damals diese Röhre ebenfalls in Betrieb genommen und sie hat im Gegensatz zu meiner leider nicht richtig funktioniert. Also es gab keine Möglichkeit, die Röhre zu modulieren. Und das ist jetzt der Vergleich beider Röhren. Auf der linken Seite ist meine Röhre, die 990er, und auf der rechten Seite ist die 100. 46er. Man sieht auch, dass diese Röhren nicht hundertprozentig gleich sind, also von der Größe. Die neuere Variante ist ein Tick länger und die Kugel ist ein paar Millimeter breiter. Ansonsten der Aufbau ist sehr gleich, inklusive dem Reservoir mit dem Quecksilbernatrium. Sind übrigens beide aus derselben Quelle. Das sind noch die Detailaufnahmen des Heizers. Meine Variante war schon etwas länger im Betrieb. Man sieht die leichte Braunfärbung durch das abgedampfte Material von der Kathode. Das ist nicht ganz so gut geworden.
muss die zweite Röhre mal nochmal zum Recall einberufen. Aber typisch sind bei beiden Röhren ist dieser besagte Knoten in dem Draht. Das ist eine Detailaufnahme von der Seitenansicht des Steuergitters. Und das sind beide Originalverpackungen, also mit jeweils den falschen Nummern gegenübergestellt. Also auch die Sammlerkollegenröhre ist mit einer falschen Nummer. Und meine Variante ist so dezent rosa. Hier sieht man auch nochmal das originale AEG-Logo. So, das war's. Aber ich wollte noch was anderes zeigen. Und zwar, wie das Ganze im Betrieb aussieht. Das ist die geheizte Röhre kurz nach der Zündung. Also jetzt fließt schon genug Strom, dass eine Ionisation zum Steuergitter erfolgt. So sieht das Ganze im Dunkeln aus. Wie gesagt, das ist Quecksilberdampf, der da leuchtet. Das ist jetzt die Röhre bei nominalen 28 Volt Heizspannung. Anodenspannung ist 250 Volt bei plus 24 Volt Gitterspannung und den besagten 10 Kilo Ohm Lastwiderstand. Wenn man genau hinschaut, sieht man die Elektronenfontänen, die durch das Nudelsieb entsteht. Und das ist eine Detailaufnahme vom Heizfaden. Hier auch noch nicht in der höchsten Spannung. Das hier müssten ungefähr 24 Volt gewesen sein. Das ist beim Anheizen.
Das hier auch bei einer niedrigeren Spannung. Gut, sind wir durch. Dann machen wir jetzt weiter mit der Sound auf Liebenröhre. Wie gesagt, alle Bilder sind in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch die beiden Vorgängervideos. So, hallo. Heute ist der 17.08.2023 und heute ist ein spezielles Video. Und zwar, es geht heute wieder zum dritten Mal um die Röhre, mit der dieser Kanal angefangen hat, nämlich mein allererstes Video drehte sich um die Liebenröhre. Das wird es auch heute. Und das Motto des heutigen Videos ist, wie gesagt, The Sound of Liebenröhre. Nämlich, wie hört sich eine Liebenröhre an? Ich improvisiere einen kleinen NF-Verstärker mit Hilfe der Liebenröhre und werde einige Musikstücke abspielen, das heißt einige 1 und einige Sinustöne. Und dann wird sich zeigen, wie sich die Röhre im Betrieb macht, beziehungsweise wie die Quecksilberfüllung sich anhört, weil die Liebenröhre ist ja mit Quecksilberdampf gefüllt. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr improvisiert. Und als erstes eine kurze Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich habe das Stativ zwischen den Punkt, Punkt, Punkt. Und das macht das Ganze jetzt hier etwas kompliziert. Ich hoffe, der Fokus spielt mit. Eigentlich ist der Verstärker sehr einfach aufgebaut. Es gibt die Heizung der Liebenröhre. Diese ist mit 28 Volt. Direkt als Vorwarnung, das Aufheizen der Liebenröhre dauert über 20 Minuten. Im ersten Video gab es die Kritik, dass es zu lange dauert, aber es geht leider nicht schneller. Wer jetzt in Zeitnot ist, der kann auf die Vorwärtstaste gehen und die nächste halbe Stunde überspringen. Es gibt die Anodenspannung von 250 Volt, natürlich die Liebenröhre mit Steuergitter. Und da die Liebenröhre eine gasgefüllte Röhre ist, wird das Steuergitter positiv angesteuert und bei der Liebenröhre bis ungefähr 30 Volt. Ich muss dazu sagen, es gibt für die Liebenröhre überhaupt kein Datenblatt. Das heißt, alles ist jetzt hier ein bisschen improvisiert. Auch der NF-Überträger, ich nutze jetzt hier einen Überträger für die EL84. Wie gesagt, das ist jetzt alles improvisiert. Als Koppelkondensator ein 100 NF-Kondensator. Und das erste Signal wird ein Sinuston sein. Und das zweite Signal, wie gesagt, dann gesprochener Text. Und das dritte Signal wird ein Audio sein. Wobei ich hier etwas wählerisch sein musste aufgrund der Content-ID. Ich kann ja praktisch keine Musik spielen, die mit Copyright geschützt ist, also de facto gar nichts. Und es gibt aber einige Stücke, deren Lizenz ich erwerben kann. Das habe ich getan. Mal schauen, was passiert. Gut. Bevor ich jetzt hier weiter bloß labere im Leeren, heizen wir zuerst mal die Liebenröhre auf. Wie gesagt, das ist ein drittes Video zu dieser Röhre. Das erste und das zweite Video ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ich starte jetzt mit dem Aufheizen bei 0,1 Volt der Heizspannung. Die Liebenröhre zieht ungefähr 2,8 Ampere bei 28 Volt.
Ich habe ja bereits im Vorspann, das Stativ ist ein bisschen nervig, also bitte nicht schimpfen mit dem Gewackel. Aber es geht nicht anders. Wie gesagt, die Liebenröhre ist mit Quecksilberdampf gefüllt. Es ist eine, die Heizung ist beschichtet mit Calcium. Und das Quecksilber muss zuerst verdampfen. Das heißt, die Heizspannung wird sehr langsam erhöht. Ich habe jetzt erhöht auf 0,2 Volt. Diese Röhre wurde gebaut, als Deutschland noch einen Kaiser hatte, nämlich 1913. Das ist die Seriennummer 990. Und habe es auf 0,4 Volt erhöht. Ein kleine Anekdote, wie die Röhre zu mir gekommen ist. Ich wurde auf einer Webseite beschuldigt, dass dies ein Replikat ist. Dem ist aber nicht so. Und zwar, die Röhre war ursprünglich im Wiener Post- und Telegrafenmuseum. Dieses wurde in den 60er Jahren aufgelöst. Und bei der Auflösung gab es wohl einige Ungereimtheiten. Das konnte nicht mehr richtig reproduziert werden. Und zwar, der Direktor scheint wohl bei der Auflösung Exponate verschenkt zu haben an Mitarbeiter. Das Museum wurde in das Wiener Technikmuseum überführt und da wurden anscheinend sehr viele Exponate unter der Hand weitergegeben. Unter anderem auch angeblich 7 Liebenröhren, also ich wiederhole die Zahl, 7 Liebenröhren und 3 Stück gingen in einen Sammler über. Dieser ist Ende der 80er Jahre gestorben. Und dann gingen die 3 Röhren wieder an einen Händler. Und so sind sie dann über noch 2 andere Umwege zu mir gekommen. Und die Seriennummer, also die Inventarnummer der Röhre, wurde vom Wiener Technikmuseum bestätigt. Und es gab auch Anstalten, diese Röhre zurückzufordern. Insofern gehe ich mal davon aus, dass diese echt ist und dass dieser Aufwand nicht betrieben wurde für ein Replikat, wahrscheinlich gedacht, aus Kursdorf, aus der DDR. Also die Röhre ist echt. Trotz meines Gelaberes bin ich jetzt bei 0,8 Volt. Heizspannung. Der Heizstrom beträgt 1,85 Ampere. Entschuldigung, 0,185 Ampere. Also 185 Milliampere. Jetzt haben wir 0,9 Volt. Das erste Video macht im Prinzip dasselbe, das ich irgendwann mal 2016 erstellt habe. Damals leider mit etwas schlechterer Kamera. Und etwas ungünstiger Beleuchtung. Wie gesagt, in der Videobeschreibung sind die Bilder verlinkt. Man sieht auf der linken Seite das Reservoir mit Quecksilbernatrium. Wie schon vorhin gesagt, das Steuergitter ist ein Nudelsieb und die Anode hat die etwas spacige Schneckenform. Und um den alten Witz nochmal zu machen, mit Spitze.
Wir sind bei 2 Volt Heizspannung und 400 Milliampere Heizstrom. Wie gesagt, das Quecksilber muss zuerst verdampfen. Damals war es üblich, dass die Röhren kopfüber gelagert wurden, dass das Quecksilber in den Verbrennungsraum fließen kann, also das Quecksilberdampf und die Röhre somit besser zündet. Damals war man noch der Meinung, ein Strom kann nicht in einem Hochvakuum fließen, sondern es ist nötig, dass es ein Medium gibt, das die Ladungsträger transportiert. Und damals war halt, wie gesagt, Quecksilberdampf das Mittel der Wahl. Die Röhre ist mit ungefähr, ich müsste jetzt gerade mal lügen, ist glaube ich mit 0,1 Torr. Als Druck gefühlt, also die. Das Vakuum ist sehr schlecht aus heutiger Sicht. Auch interessant, eine der neueren Röhren hat diese Skala. Es gab einen Postbeamten, der musste regelmäßig die Gittervorspannung nachregeln, dass das Entladungsleuchten bei 12 mm ist. Das ist der ideale Arbeitspunkt der lieben Röhre. Das sind die einzigen technischen Daten, die ich von der Röhre habe. Es gibt de facto keine Informationen. Ich bin jetzt bei 3,1 Volt und 0,54 Ampere Heizstrom. Fünf, 0,6 Ampere. Hier Volt, 0,66 Ampere Heizstrom. Wie gesagt, die Röhre ist im AEG-Kabelwerk Oberspree gebaut worden. Das wurde nach dem Krieg zum OSW-Werk, dann zum HF-Werk und schließlich zum WF-Werk, also dem Werk für Fernsehelektronik. Fünf Volt bei 0,7 Ampere. Volt bei 0,75 Ampere. Weiß nicht, ob er schon
Was sieht am Glühen? Nein, auch nicht. Jetzt 5,5 Volt bei 0,8 Ampere. Sechs Volt bei 0,85 Ampere. Wir haben jetzt 7 Volt bei 0,92 Ampere Heizstrom. Komma 7,5 Volt bei 0,96 Ampere. Wir haben jetzt 8 Volt und exakt 1 Ampere Heizstrom. Man sieht immer noch nichts glühen. Der Heizfaden ist jetzt schon etwas vorgewärmt. Ich erhöhe jetzt um 1 Volt Schritte. Bin jetzt bei 10 Volt und 1,1 Ampere Heizstrom. Volt. Zwölf Volt. Man sieht schon ganz langsam, dass der Heizfaden kommt. 13 Volt. Man sieht jetzt unten rechts ein langsam beginnendes Glühen. 14 Volt mit 1,4 Ampere. 16 Volt. Mit 17 Volt. 18 Volt. Ich lasse die Röhre erstmal ein bisschen heizen, dass das Quecksilber verdampft, oder? Versuche mal ein bisschen zu zoomen, auf die Gefahr, dass jetzt der Fokus nicht mitspielt.
Ups, das war der falsche Knebel. Das wollte ich. Sind wir bei 20 Volt, 1,7 Ampere, 21 Volt, jetzt nicht gleich erschrecken, wenn der Heizer heiß genug ist, beginnt das Ionisationsleuchten, weil jetzt Strom zum positiven Gitter fließt. Das Gitter ist zurzeit auf 1 Volt und das ist das Entladungsleuchten. Die Röhre wird ziemlich heiß, also ich merke jetzt hier schon ordentlich, dass da was brennt. Jetzt mal 24 Volt. Volt. 2,07 Ampere. 26 Volt. 27 Volt und 28 Volt. Damit ist die Heizspannung jetzt 100%. Und das ist jetzt nur das Entladungsleuchten zum Gitter. Wir haben, wie gesagt, jetzt 28 Volt bei 2,26 Ampere. Ich lasse die Röhre noch ein bisschen sich erholen, also sprich, dass das Quecksilber sich verdampft. Wie gesagt, die Röhre ist 1913 gebaut und jetzt passt auf den Tag 110 Jahre alt. Mache jetzt mal den Ständer ab. Wie gesagt, das ist das Steuergitter. Das ist ein gestanztes Nudelsieb, wahrscheinlich sogar wirklich ein Nudelsieb. Das ist die Anode. Licht wegnehmen. Das ist die Detailansicht des
Maßbandes, hätte ich schon fast gesagt. Und man sieht hier auch das neue AEG-Logo. Das ist eingeätzt, das ist leider nicht ganz so gut zu sehen. Auf den älteren lieben Röhren war noch das wabenförmige AEG-Logo und das ist das neue Logo. Natürlich das obligatorische DAP, deutsches Reichspatent und ausländische Patente, weil wie gesagt Robert von Lieben war Österreicher. So, die Röhre ist schon ziemlich heiß. Ich würde jetzt mal sagen, nach 25 Minuten ist jetzt alles verdampft. Und wir kommen mal zur Sache. Der Frequenzgenerator steht auf 1 kHz. Und ich schalte jetzt das Netzteil ein. Es ist immer noch der 17.08. um 23.23 Uhr. Ich labere jetzt deshalb, weil ich kurz die Zeit überbrücken muss, bis das Netzteil aufgeheizt ist. Ich starte bei 50 Volt. Und wenn ich jetzt Blödsinn gemacht habe, schicken wir das Ganze jetzt in IOL. Wie gesagt, das ist die Schaltung, wie sie aufgebaut ist. Wir haben jetzt hier 50 Volt, 28 Volt und das Steuergitter ist noch auf plus 1 Volt. Der Gitterableitwiderstand ist 100 Kiloohm mit 100 NF. Koppelkondensator zur Audioquelle, die zurzeit wie gesagt der Sinusgenerator ist. Der Strom hat sich stabilisiert auf 2,25 Ampere bei 28 Volt und wie gesagt, der Überträger ist ursprünglich für die EL84 ausgelegt. Und schauen wir mal, was passiert. Dann 3, 2, 1. End of the line. Und siehe da, ich höre einen Sinus. Die Röhre verstärkt bei 50 Volt Anodenspannung. Ich erhöhe jetzt die Anodenspannung auf 100 Volt. Da ist aber der Sinus weg, weil wahrscheinlich jetzt die Gitterspannung falsch ist. Ich erhöhe jetzt mal die Gitterspannung um, jetzt brauche ich aber Licht. Der Sinus ist immer noch da, ist aber bei 100, bei 50 Volt definitiv lauter.
Ich erhöhe mal auf 2 Kilohertz. Ich möchte jetzt die Röhre jetzt nicht unnötig belasten, weil wie gesagt, ich habe keine technischen Daten. Insofern mache ich jetzt keine allzu großen Sprünge. Der Ton ist sauber zu hören. Licht anmachen und sehe ich das Display hier nicht. Das sind jetzt 50 Hertz. Nee, die 50 Volt Anodenspannung. Gut, soweit zum Thema Sinus. Machen wir mal ein Audiosignal, ein richtiges Audiosignal. Dann muss ich gerade mal gucken, wo ich die. Und dann muss ich gerade zu meinem Rechner. Schmeiße alles um. Man hört, es funktioniert. Das ist Michael Sieben, der liest 3 Stunden lang Primzahlen vor. Das entsprechende Video ist verlinkt. Die Audioqualität ist überraschend gut. Ich weiß jetzt nicht, was im Kameramikrofon ankommt.
Ich mache jetzt mal ein bisschen Musik, nämlich Wintergatan und der Marble-Machine. Dieses Stück ist, wie gesagt, angeblich frei von der Google-ID, also der Content-ID, Entschuldigung. Und sollte jetzt der Ton komplett weggehen, bin ich von YouTube stumm geschaltet worden. Okay.
Entschuldigung. So, das war die. Das war das Sound of Liebenröhre. Das war die improvisierte Elektronik. Das war der Schaltplan. Das sind die letzten Einstellungen. Ich danke wie immer für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Video.